Moin Leute, was geht ab? Ich bin euer Chefkoch CDW und herzlich willkommen zu diesem Vlog auf meinem Kanal. Und heute werden wir nach Leipzig fahren, zu dem Spiel Leipzig gegen Wolfsburg. Und ich hoffe, euch gefällt dieser Vlog. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und ein knackiges Kommentar. Da würde ich mich echt sehr, sehr freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich mal wieder. So, meine aktiven Freunde, wir sind jetzt hier im Zug nach Leipzig und er war jetzt hier noch normal voll. Danach ist er so voll geworden, dass man nicht mal sein Handy rausnehmen konnte. Das war echt krass. Und jetzt sitzen wir hier in der Straßenbahn und sind jetzt hier in Leipzig angekommen. So, meine aktiven Freunde, wir sind jetzt endlich in Leipzig angekommen. Der Zug war sehr leer. Es gab ein Stadion. Tschüss, Digga. Ich muss schon sagen, dieses Stadion sieht schon richtig fett von außen aus. Ja, ein bisschen krasser als das Schalke-Stadion. Jawohl! Ja!
Ja, moin, dann war ich der Spielminute 1-0, ich muss los. Digga, wieso bringen die das Ding nicht in die Mitte? Echt sehr, sehr nice. Wir hatten in der dritten Minute einen Elfmeter. Bestes Leben und seitdem steht es 1-0. Und so sieht es aus, meine besten Freunde. Ich hab's im Gefühl, das wird jetzt ein Tormensch. Meine aktiven Freunde, wie ihr schon sehen könnt, das Spiel ist zu Ende, aber leider
regnet es jetzt hier aus Strömen seit 20 Minuten. Wir sind jetzt nochmal uns was zu trinken holen gegangen und jetzt beende ich diesen Vlog. Ich hoffe, euch hat dieser Vlog gefallen und wenn ja, lasst hier ein Like und ein Abo da und ein knackiges Kommentar. Und da würde ich sagen, ich fand, Leipzig hat sich sehr, sehr gut geschlagen. Sie hatten natürlich Glück, dass sie in der dritten Minute gleich einen Elfer bekommen haben. Das ist natürlich sehr, sehr nice fürs Selbstbewusstsein. Aber die Wolfsburg-Fans waren auch richtig krass laut manchmal. Das hat mich immer so überrascht, wie der Gästeblock so eine Stimmung machen können. Aber die Leipzig-Ultras haben sich auch mega verbessert mit der Stimmung. Das war mal viel niedriger. Deswegen nochmal Shoutouts an die raus. Und es war ein sehr, sehr geiles Spiel. Und am Ende hat Leipzig 2-0 gewonnen. Und das freut mich natürlich auch. Ich war dann, wenn ich schon einmal in Leipzig bin, ich bin jetzt kein übelster Leipzig-Fan, aber wenn ich da schon mal bin, hole ich mir auch gleich noch einen Schal. Und und deswegen, der ist auch sehr, sehr nice. Und genau, sehen wir uns nächste Woche zu einem neuen Video auf YouTube. We can